Digga, schon wieder der Schon wieder Mio. Das war krass. Der war krass. Hey, Jungs aus Darmstadt! Auf geht's, Jungs aus Darmstadt! Schießt ein Tor! Mann! Ja! Nein! Er kommt ein Tor! Das ist nur mehr was spielen! Das ist zweite Mal! Ja, Miller zu viel! Aber raus die Feuerwehr, Alter! Er traut sich nicht.
läuft einer. Der pfeift der bitte ab. Der pfeift 5 Meter vom 16er pfeift er ab. 11 zu 3 Schüsse aufs Tor. 71% Ballbesitz. 10 zu 0 Ecken. Und zack, sind wir am Donnerstag, am Feiertag und willkommen zum Fazit vom Dienstagabend. Ja, ist der erste Champions-League-Punkt, ne? Ich glaube, darauf müssen wir es runterbrechen. Hätte ich es direkt am Dienstagabend danach noch aufgenommen, was, wie gesagt, sich zeitlich nicht gelohnt hätte, weil ich jetzt eh erst heute zukomme, das Video zu machen, den Start in Audio-Vlog mit euren Videos. Auch da, wie immer, glaube ich, sag's viel zu selten, aber wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr Sachen eingeschickt habt. Wieder geile Videos von der Choreo. Ich stehe ja mittendrin, also gerade die Videos, die halt die Choreo drauf haben, extrem geil. Ich glaube, ein geiles Intro geworden, auch für die Champions League. Es war sowieso ein großartiger Abend. Ich habe jetzt gar keine Stichpunkte mehr vor mir. Ich labe es einfach nur runter jetzt. Habe auch schon einiges erzählt im Podcast, den wir schon am Mittwochabend hochgeladen haben von meinem VfB aus. Und ja, wie gesagt, hätte ich es am Dienstag aufgenommen, wäre ich, glaube ich, ein bisschen geärgerter noch gewesen, ein bisschen genervter noch gewesen, wie man es formulieren möchte, eben aus dem Stadion-Effekt raus und angerannt und VfB-Allee, volle Karacho, letzten 20 Minuten. Angelaufen bis zum geht nicht mehr. Wir waren überlegen in der Halbzeit 2, statistisch überall überlegen, wenn halt auch nicht in den Torschüssen. Da waren wir zwar überlegen, aber was halt am Ende rauskommt. Expected Goals, glaube ich, 1,7:1. Klar, da sind wir näher am Sieg, logischerweise, ne? 1,7:1. Aber halt auch nichts, was danach schreit. Wir hätten es gewinnen müssen. Wir waren überlegen, wir hätten es eher gewinnen dürfen, sag ich mal. Aber es kam eines Tages halt nicht die klare Torschance noch raus, nicht der 100%er noch. Prag in der ersten Halbzeit clever gemacht, waren auch besser in der ersten Halbzeit. Da ja, war Prag eher die Mannschaft, die ein bisschen geärgert sein durfte, mit dem 1-1 in die Pause zu gehen. Die waren einen Tacken besser. Aluminiumtreffer hatten sie, der wunderschöne Freistoß. Natürlich raus für die Feuerwehr, 7. Minute Mios, erste Champions League-Tor, Heimtor seit Kakao 2010. Also, ich sag, es bleibt ein riesengroßer Abend. Und deswegen wahrscheinlich echt gut, dass es hier 1,5-2 Tage jetzt her ist, das Spiel tatsächlich, von meinem Fazit aus. Weil, wie gesagt, ich wäre, glaube ich, echt ein bisschen geärgert gewesen. Und da muss ich, glaube ich, auch mich so ein bisschen runterschrauben oder, glaube ich, viele vielleicht auch, nicht nur ich, von der Erwartungshaltung, sage ich mal. Es ist immer noch ein Punkt in der Champions League. Das ist immer noch ein Champions League-Spiel. Sparta Prag, tschechischer Rekordmeister. Das war jetzt nicht, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber vergleichsweise war es kein Drittligist, ne? Das ist jetzt mal ganz doof gesagt. Deswegen, glaube ich, kann man happy sein. Das ist der erste Champions League-Punkt seit über 14 Jahren. Das ist alles in Ordnung, nur wie gesagt, nach diesem Stadion-Effekt draußen, dieser Überlegenheit, war es schon schade. Ich glaube, so ein 2-1 nochmal kurz vor Schluss wäre natürlich nochmal ein absolutes Stimmungshighlight geworden, auch am Ende des Tages, kam aber nicht mehr. Deswegen muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Nimmt man es so auch mit, es sind auch 6 Spiele zu gehen, es sind noch die Spiele gegen Bern, Belgrad, Bratislava, die zum Beispiel noch zu gehen, wo du vor allem eben gucken sollst, dass du da Punkte holst, am besten dreifach Punkte, weil du brauchst ja wohl 8, 9, im besten Fall sogar 10, aber 9 dürften auch reichen, um eben diese Quali-Runde reinzukommen, worauf ich auch weiterhin tippe, dass wir es schaffen, weil auch in Turin sind wir jetzt nicht komplett, siehe in Madrid, komplett der Underdog oder komplett chancenlos, ich glaube, das ist die bessere Formulierung. Zu Hause sind wir nie chancenlos, gegen Atalanta nicht, gegen PSG auch nicht, da ist noch genug drin. Natürlich wäre das Sieg sehr geil gewesen, aber es war trotzdem ein brutal geiler Abend, erstmal Champions League zu Hause, für mich generell, weil in Madrid zumindest schon mal, das war ja auch unglaublich und unvergesslich, aber eben auch das erste Champions League Heimspiel für mich. Damals, als wir da 2009, 2010 mal waren, da war ich ja 9 Jahre alt, dann davor noch irgendwann 8, 7 und sowas nach der Meisterschaft 2007, da war ich logischerweise nicht in der Champions League im Stadion in dem Alter. Deswegen war es ein Riesenabend, eine absolut endgeile Choreo, richtig geile Nummer, eben auch auf den Tag sich gejährt, dieses Man-U-Spiel ist 2:1, dieser auch legendäre Heimsieg gegen Manchester United mit Gleb, Kurani und so weiter auf diesem Bild, dieser ja, Hand nach oben, Finger nach vorne, quasi Zeigefinger nach vorne gestreckt, dieses legendäre Foto, was wir auch wieder genutzt haben für den Throwback fürs Man-U-Spiel zum Beispiel in der Grafik. Einfach nur geil. Stuttgart zurück in Europa, auch das ist richtig und auch das muss man sagen, sie sind jetzt angekommen, sie hatten jetzt das schwere Auswärtsspiel in Madrid, dieses Gefühl von auswärts, dieses Königsklassen-Feeling und dann auch noch bei den Königlichen und so Geschichten. Jetzt Heimspiel, hast du gemerkt, die waren ein bisschen nervös, aber ich glaube, auch das haben sich dran gewöhnt, wurde ja immer besser im Spiel. Und wie gesagt, es war jetzt kein 1:1, wo du am Ende sagst, boah, Glück gehabt oder so, sondern wir waren die bessere Mannschaft bei diesem 1:1. In Madrid waren wir auch gut genug, um einen Punkt zu holen. Deswegen kannst du, glaube ich, sehr zufrieden sein mit den ersten 2 Champions-League-Spielen. Natürlich wären 3 Punkte schöner gewesen, aber dann müssen wir es halt woanders holen und da glaube ich auch fest dran.
Plus, du musst ja gucken, wen du unterlässt, wen du eben in die Plätze schickst, die nicht mehr in die Quali-Runde kommen, die komplett raus sind, auch nicht mehr in die Euroleague runtergehen. Das ist ja auch im neuen System so, dass es nicht mehr in die Euroleague runtergeht, dann quasi nach dem Abstieg, sage ich mal. Und da gibt es ja schon Clubs, die einiges drauf bekommen. Bern hat ordentlich Hütten bekommen, Celtic in Dortmund, du hast Bratislava hier zweimal drauf bekommen und so weiter und so fort. Ich glaube, es sind genug Teams da, die der VfB hinter sich lässt, um diese Quali-Runde zu kommen und dann weiterkommt, ist die andere Geschichte, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall auch über die 6 Spiele hinaus vielleicht nochmal 2 weitere, schauen wir mal, aber die nächsten 6 Spiele werden auch absolutes Highlight. Juventus Turin ist nächste, davor die Bayern, davor Länderspielpause, davor jetzt Hoffenheim am Sonntag, sind natürlich auch wieder am Start und dann bleibt mir, glaube ich, nur noch zu sagen, dass auch die Prager Fans stark waren, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber die Prager Fans waren auch stark, auch eine kleine Choreo gebracht da hinten. Mitmachquote war bockstark bei den Prag-Fans im Ausblock, bei uns aber auch. Bei uns stand auch gefühlt das ganze Stadion, bis auf vielleicht ein paar Abzüge in der Haupttribüne, aber auch da überall gestanden, Gegentribüne unter Türkheimer. Stimmung war brutal, bevor ich das noch vergesse hier und schon in Richtung Outro gehe. Aber Stimmung war auch natürlich absolut brutal. Ja, die Stimmung rund um die Choreo, die Stimmung nach dem Tor logischerweise. Hier und da gab es so ein paar Minütchen, wo ein bisschen weniger war, wo vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit war. Wie läuft ein Spiel gerade? Prag macht es gar nicht so schlecht, Prag macht es eklig, ne? Und boah, wir kommen hier doch nicht durch und machen wir es 2-1. Aber dann gegen Ende vor allem nochmal diese VfB-Allee 1893 hat gescheppert bis zum Gehtnichtmehr, richtig, richtig stark. Und wie gesagt, Prag auch wirklich guten Support mitgebracht bei uns. Die Mitmachquote wird auch immer, immer besser. Also es war ein riesengroßer Champions-League-Abend. Ich glaube, auch das wird man erst ein bisschen später nochmal so richtig verstehen vielleicht. Oder jetzt eben jetzt über die paar Tage, die es schon vergangen sind, so richtig verstehen, wenn man die Bilder nochmal guckt, wenn man die Mannschaft anguckt, wenn man die Choreo anschaut, Stadion voll, 60.000 und eben über diese Slogans. Erster Champions League Heimspiel, erster Champions League Punkt wieder. Davor durfte ich auch bei der Youth League sein, beruflich gesehen. Auch das erster Sieg für 0-19 in so einem Youth League Turnier. Auch das ganz groß gewesen für die Mannschaft von Nico Willig. Wir erleben da brutal große Tage, gerade in Stuttgart und generell europäisch. In Madrid zum Beispiel, wer da auch mit dabei war. Von dem her, wie gesagt, ich bin immer noch leicht genervt oder leicht geärgert. Das ist einfach ärgerlich. Wir hatten schon so ein paar ärgerliche Spiele bei jetzt mittlerweile. Ne? Gegen Prag kannst du es gewinnen, in Sachen Überlegenheit zumindest. In Wolfsburg, wenn es anders läuft mit der gelb-roten Karte, kannst du auch gewinnen. Gegen Mainz kannst du auch gewinnen, wenn du kein Last-Minute-Tor fängst. Selbst in Madrid kannst du noch einen Punkt holen. Also ziemlich das einzige klare Spiel, was wir wirklich klar verloren haben, ist halt Freiburg, weil auch der Supercup war ja auch eine enge Kiste. Von dem her hier und da schon ein paar eklige und enge Spiele dabei und ärgerliche Spiele dabei. Vielleicht darf der Fußballgott dann hier und da mal wieder ein bisschen öfter auf unserer Seite sein. Gerade ist das nicht so wirklich, habe ich so das Gefühl, und nicht so häufig. Aber ja, wie gesagt, war ein Riesenabend, Riesenchoreo, geile Stimmung. Wir haben Champions League in unserem, ja, in unserem Haus gesehen, in unsere Haustür geöffnet, in unserem Wohnzimmer. Das war das richtige Wort. In unserem Wohnzimmer Champions League gesehen. Ich glaube, das überwiegt, glaube ich, und muss überwiegen. Und wie gesagt, immer wieder mantraartig mir vorsagen, auch meine Erwartungshaltung bei solchen Spielen vielleicht ein bisschen runter zu packen. Das ist Champions League. Da läuft im Zweifelsfall keine Laufkundschaft rum. Die können alle was, die können alle kicken, die sind alle gut eingestellt, die haben alle Bock. Wie Prag beispielsweise. Wie gesagt, das war kein 100% unverdienter Punkt für Prag bei uns. Jetzt gehen wir weiter. Gehen wir weiter in die Champions League-Saison, gehen weiter in die Liga. Ihr lasst mir wie immer gerne eure Kommentare, eure Gefühle rund um dieses Spiel. Ab in die Kommentare damit. Wir haben auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klar. Und auch ganz wichtig für den Kanal. Wir sind so ein bisschen auf dem Weg, natürlich noch die Anfänge, aber auf dem Weg zu den 10.000, was eine brutale Marke wäre. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.